der kleine Rappe Rohan und seine Mama Armada. Ein Anblick, bei dem Züchter Simon Blattert das Herz aufgeht. Ja, ich bin sehr stolz und ich freue mich tierisch einfach, dass er gesund und vital ist und dass es tatsächlich ein Rappe wurde. Das ist das Schöne daran. Familie Blattert hat sich ganz dem Schwarzwälder Kaltblut und seiner Zucht verschrieben. Wälderpferd nennt man es liebevoll im Schwarzwald. Die Zuchtgeschichte reicht bis ins Mittelalter. Die häufigste Farbe ist ein rötliches Fell. Und auch bei dem kleinen Rohan schimmert es noch rötlich. Ganz normal für sein Alter. Gut, also meint man zur Zeit, dass er nicht richtig schwarz ist, weil das ist das Fohlenfell. Und das Fohlenfell verliert er langsam, peu à peu. Um die Augen geht's los, um die Nase, da geht's weiter. Und dann verliert er eigentlich das ganze Fohlenfell. Und dann kommt sein richtiges Deckhaar eigentlich zum Vorschein. Und dann wird er richtig schwarz. Und vielleicht so ein richtig glänzendes Schwarz, sagt man Glanzrappe. Wälderpferde wurden früher hauptsächlich für die Arbeit auf dem Feld und im Wald eingesetzt. Heute sind sie vor allem Freizeit- und Reitpferde. Die Blattert-Familie gehört zu den wenigen Züchtern, die bei den Wälderpferden Wert auf die seltene Farbe schwarz legt. Es gab schon immer Schwarzwälder Füchse, es gab auch braune und es gab Schimmel. Und die Rappen gab es lange Zeit nicht mehr. Ungefähr der letzte Schwarzwälder Rappe gab es in den 60ern Jahren, vielleicht in den 50ern auch nur. Und deswegen war eigentlich die Oma vom Rohan die erste Rappstute wieder seit 60, 70 Jahren überhaupt. Drei Schwarzwälder Rappen gibt es in Deutschland. Zwei davon stammen aus der Blatterzucht in Bondorf-Dillendorf. Die Zucht der Schwarzwälder Kaltblüter hat eine lange Tradition. In St. Mergen wurde Ende des 19. Jahrhunderts die Schwarzwälder Pferdezuchtgenossenschaft gegründet. Das genügsame Arbeitspferd war in der Landwirtschaft sehr beliebt. Doch die ursprüngliche Farbenvielfalt wich bei der Zucht in den Hintergrund. Schon der Großvater von Simon Blattert hat Wälderpferde gezüchtet. Die Leidenschaft wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Anfangs wurde Familie Blattert für ihre Farbzucht in Fachkreisen belächelt. Doch das war ihnen egal. Sie gehen ihren eigenen Weg. Für die Zucht gibt es Fördergelder, weil die Rasse als Kulturerbe gilt. Statt Rackern auf dem Acker steht heute Kinderreiten auf dem Stundenplan. Dafür sind die Wälderpferde besonders geeignet. Sie sind sehr neugierig auch und sehr lernfreudig. Also sie wollen immer sehr viel lernen. Und eben weil sie so von der Art her sehr ausgeglichen sind, vom Charakter her. Die lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, sind nicht so schreckhaft. Und das ist natürlich ideal für Kinder, die ja oft sehr wuschelig sind und laut. Reiten steht erst in 2 bis 3 Jahren auf Rohans Plan. Was aus ihm mal werden soll, wenn er groß ist? Wenn er gesund bleibt und sich so entwickelt, wie er den Anschein macht, dann hat er die besten Chancen, ein Schwarzwälder Deckhengst zu werden. Doch bis es soweit ist, kann Rohan noch mit seiner übrigens preisgekrönten Mutter in Ruhe auf der Wiese grasen.